Hallo zusammen, heute geht's um den Kühlschrank von WCS mit den Doppelkompressoren, die jetzt kommen, oder mit den zwei Kühlmaschinen. Und heute nehme mir ich den Kühlschrank auseinander. Ich kenne den Kühlschrank wahrscheinlich besser, als dass ihr denkt, weil ich bin mit Götz in Kontakt und er hat mir immer wieder Mails geschickt oder Fotos geschickt, wie man das machen muss, wie man das machen muss und so weiter. Also ich kenne Götz. Aber wie habe ich Götz kennengelernt? Götz hat mal hier angerufen, hat sich bei mir durchgequasselt. Nee, er hat ganz einfach gesagt, er sei der Götz, er kennt mich und er will mit mir reden. Das ging bei mir in die Werkstatt. Hat meine Sekretärin gesagt, du, da ist ein Götz, der kennt dich und der will mit dir reden. Ja, wer ist Götz? Ich fange an zu rotieren. Ja, ich kenne eigentlich nur einen Götz. Götz, Kurt Götz, das war oder ist immer noch mein Lehrmeister. Beim Kurt Götz, beziehungsweise bei der Firma Gebrüder Götz AG, habe ich meine Lehre gemacht als Kühlanlagenmonteur von 1984 bis 1988. Bei uns in der Werkstatt sieht es so aus. Und wenn ihr jetzt guckt, hier ist Götz. Das ist ein Thermometer, der hängt schon sicher 30 Jahre hier oder noch länger. Die Telefonnummer ist nicht mehr richtig. Und die Firma Götz, das sage ich jetzt einfach so, ist die beste Lehrstelle der Schweiz. Und auch weit rundherum. Nur, jetzt kam der ans Telefon, der Götz. Ich habe gesagt, hallo Kurt. Jetzt konnte er mir nicht mal Schweizerdeutsch reden. Das war ein anderer Götz. Aber den schreibt man ja nicht mit OE, wie ihr vorher gesehen habt auf dem Logo, sondern mit Ö. Der hat dann gesagt, ja, er sei der Götz, Punkt, und er will einen Kühlschrank bauen. Das höre ich jede Woche zweimal. Ich habe dann mit ihm geredet, mal geschaut, was das für einer ist, habe ihn ja nicht gekannt, und ja, so ein Wohnmobilhändler oder irgendwas war der erste Eindruck. Und er will einen Kühlschrank bauen, sein fester Wille. Und der Wille hat noch nicht nachgelassen, er hat jetzt einen Kühlschrank gebaut. Zwischendrin hat er mal einen Kühlschrank gehabt, so habe ich gesagt, du musst zwei Kühlmaschinen bauen. Weil das andere kannst du nicht steuern. Mit einem Kühlsystem, zwei Temperaturen bei unterschiedlichen Außentemperaturen ist das schwer. Also hat er diesen Kühlschrank genommen und ein anderer dazu, dann hat er zwei Kühlmaschinen. Habe ich am Lager, könnt ihr bei mir bestellen. Aber jetzt geht es darum, ich will den Kühlschrank auch nicht auseinandernehmen mit der Steuerung, da habe ich keine Ahnung, mit den 5 Jahren Garantie, das ist eine kaufmännische Übung, weil ein Kühlschrank gibt, die meisten Kühlschränke gehen in den ersten 2 Wochen kaputt oder dann laufen sie eigentlich. Aber das mit den 5 Jahren, das ist super. Aber heute zerlegen wir den Kühlschrank in seine Einzelteile. Und zwar ins Kühlsystem. Götz hat jetzt bei seinem Kühlschrank, ist am Prinzip sind es 2 Kühlschränke. Er hat einen Tiefkühler mit einem Kompressor, eigenen Thermostat, obwohl das natürlich auf einer Steuerung läuft, und den Kühlschrank. Im Tiefkühler hat er einen 5-Seiten-Verdampfer. Ich weiß nicht, ob Götz weiß, ob er, warum er einen 5-Seiten-Verdampfer hat, weil ich habe ihm gesagt, du musst so viel Verdampferfläche reinmachen wie möglich. Das hier ist das HLOP-Diagramm. Das ist Kältetechnik. Da könnt ihr jeden Schritt vom Kältemittel raussuchen und das zu erklären, ich wüsste wie, aber das führt zu weit. Wir machen das einfacher.
Ein Kühlsystem ist ja im Prinzip ein Wärmeabtransportsystem. Ihr müsst euch eine Mulde vorstellen, da hat es Wasser drin oder einen Teich und ihr müsst das Wasser aus dem Teich rausschaffen. Das heißt, ich habe hier einen Tiefkühler und diese Wärme, die hier drin ist, die muss ich rausschaffen, hier am Kühlaggregat abgeben. Hier habe ich eine Zieltemperatur von minus 20 Grad, das ist ein vernünftiger Tiefkühler. Und außen habe ich eine Temperatur, sagen wir, von 30 Grad, dann ist das eine Differenz von 50 Grad zwischen hier, Raumtemperatur, und hier oben. Aber jetzt kommt's. Das Kältemittel, das war auf dem Halopé-Diagramm drauf, arbeitet nicht bei minus 20 Grad. Und der Wärmetauscher hier oben arbeitet nicht bei 30 Grad. Sondern ich muss hier mit dem Verdampfer, mit dem Kältemittel weiter runter, weil Wärme fließt immer vom höheren zum tieferen Temperaturniveau. Das heißt, bei dem Teich, wenn ihr euch das so vorstellt, muss die Pumpe, die das Wasser rauspumpt, am tiefsten Punkt sein. Und hier muss ich dann vielleicht mit 5 Grad Differenz arbeiten, dann arbeite ich nicht mehr bei minus 20 Grad, sondern bei minus 25 Grad. Und hier vielleicht nicht mit 30 Grad, sondern auch wieder höher, dann habe ich hier plus 35 Grad. Das heißt, das System muss schon mal 60 Grad überwinden. Je weniger, dass ich überwinden muss, desto besser ist der Wirkungsgrad vom Kühlsystem. Das ist jetzt ganz einfach erklärt. Also ein Kältetechniker will mich entschuldigen, weil ich das so einfach erkläre. Ein Tiefkühler, so wie hier beim Götz oder bei mir, der hat, ja, ist ein viereckiger Klotz, wir haben Geometrie gelernt, ein Viereck oder ein Würfel, der hat 6 Seiten. Das heißt, wir haben eine Seite oben, wir haben eine Seite links, rechts, unten und hinten. Und im Haushaltssektor wird meistens nur 3 Seiten verwendet. Das heißt, wir haben eine Kühlschlange hier. Ich muss mal was abholen. Da ist dann so ein Chromstahltank. Das ist der Innentank. Und dann wird ein Kühlelement genommen. Das wird einfach nur einfachheitshalber hier so drum gewickelt. Durch das habe ich dann einen Dreiseitenverdampfer. Oder auf 3 Seiten ist das Kühlelement. Götz hat jetzt noch hinten ein Element und unten am Boden. Was bei sehr vielen Haushaltsgeräten nicht der Fall ist. Hier reden wir über kaufmännische Sachen, weil auf 5 Seiten die Schlange hier aufziehen, ist natürlich aufwendiger, wieder nur so Kind auf 3 Seiten. Das ist ein Kühlschrank für Rolls-Royce. Stellen wir jetzt wieder auf die Seite. Oder ich habe hier eine Kühlbox. Wir sehen es von oben, das ist eine Kühlbox, die ist innen aus 1 mm Chromstahl, der Tank ist nahtlos verschweißt und hier draußen ist dann diese Kühlschlange aufgeklebt. So habe ich eine optimale, erstens Kälteverteilung, zweitens, wenn die Wärme, jetzt hier vom Tiefkühler, vom Schrank, da kommt ja die Wärme rein durch die Wand, oder durch die Türe, auch wenn sie zu ist, und trifft hier direkt auf das Kühlelement. Das heißt, ich nehme die Wärme da auf, wo sie ankommt. Das heißt, ich habe hier relativ tief, also eine hohe Temperatur, eine kleine Differenz. Durch das kann ich diese untere Temperatur vom Kältemittel anheben. Bei diesem Verdampfer hier, rundherum bei der Box auch. Jetzt ist es auch wichtig,
dass ich von dieser Schlange, hier verwenden wir Kupfer, im Haushaltssektor wird Stahl verwendet, und jetzt auf den Innentank. Hier habe ich Aluminium als Innengehäuse. Beim Haushaltsgerät finde ich hier Kunststoff. Hier habe ich Chromstahl. Habe ich innen drin Aluminium. Also das, was hier in Chromstahl ist, beim Haushaltskühlschrank aus Kunststoff, habe ich hier in Aluminium. Und je besser die Wärmeleiteigenschaften sind vom Innentank, desto besser ist die Wärmeübertragung. Das heißt, ideal wäre Silber, aber das können wir nicht bezahlen, ist auch einfach kaufmännisch unwichtig. Chromstahl, wie hier jetzt, ist natürlich ein Hygienethema, ist aber immer noch relativ gut. Und beim Kunststoff, was jetzt ein Haushaltskühlschrank hat, habe ich, oder auch sonstige Kühlschränke, die wir mittlerweile haben, habe ich eine Isolationsschicht. Klar, der Kunststoff ist nicht dick, aber wir müssen ja diese Verdampfertemperatur hochkriegen. Und das kriege ich hin, indem dass ich, wenn möglich, alle 6 Zeiten vor Rohr nur die Türe zu berohren, in der Türe ein Kühlelement einzubauen, ist praktisch nicht möglich, wegen den Scharnier, die Kälteleitung hier auf die Türe zu fügen. Aus diesem Grund hat Götz so einen 5-Seiten-Verdampfer. Und er nimmt eine sehr große Oberfläche ein, durch das hat er dann einen Wirkungsgrad, der gut ist, und eine gute Kälteleistung. Gehen wir zur Kälteleistung. Es gibt verschiedene Kältemittel. In Zukunft sind 2, 3 oder 4 Stück mit einem GWP unter 3, weil der GWP, aus dem GWP gibt es dann CO2-Äquivalent, also die Menge vom Kältemittel, die im Kühlsystem ist, Faktor GWP. Das heißt, wir haben hier beim R134a, nee, ist hier nicht drin, aber R134a, was sehr viel verbaut ist, hat es ein GWP von 1430. Das heißt, wenn ich ein Kilo Kältemittel habe, mal 1430, gibt 1,4 Tonnen. Und das muss ich dann momentan mit 40 Euro CO2-Äquivalent versteuern oder Abgabe entrichten. Also wird, und das wird steigen. Also die Grünen haben das schon beschlossen, das wird extrem steigen. Wir haben dann aber R600A oder R290 oder R170 oder R744, das sind andere Kältemittel, aber die Tendenz geht in die Richtung, dass wir auf R600 gehen oder R290. R290 kann man richtig einsetzen für Tiefkühlung. Wir bauen diese Box hier in einer verstärkten Ausführung, da friert der Wodka. Da ist ein Kompressor drin, BD120. Bei der Standardkühlbox haben wir jetzt umgestellt von R134A auf das R290, Propan, genau das gleiche Kältemittel, was Götz drin hat. Und so haben wir eine richtig starke Kühlleistung. Die Box hier, Standard, klar kostet sie Geld, die geht runter auf minus 30 Grad, obschon der Thermostat dann ja bei minus 20 Grad begrenzt. Aber wir könnten hier umstellen auf Notbetrieb, dann läuft er einfach durch, dann geht das Teil runter, minus 30 Grad ist hier kein Problem. Und das hat Götz auch eingesetzt, den BD80. Das ist nicht der stärkste Kompressor, den es auf dem Markt gibt, aber einer, der am vernünftigsten ist. Und um dieses Volumen runterzukühlen, was Götz auch etwa das gleiche hat, reicht der BD80 allemal aus. Da kriegt ihr Temperaturen hin beim Götzens Kühlschrank von minus 30 Grad. Kein Thema, auch bei hohen Außentemperaturen. Im Grunde ist es sehr wichtig, eine sehr große Oberfläche zu haben im Kühlschrank, um die Temperatur hier
hochzudrücken, dass die Differenz hier kleiner wird. Aber eben das hier auf dem Diagramm zu erklären, das ist eine größere Übung. Aber hier drauf könnt ihr jeden Kreislauf einzeichnen. Ihr könnt die Leistungen rauslesen. Den Zustand vom Kühlaggregat, von der Kühlflüssigkeit oder Kältemittel. Gewicht, Volumen und so weiter ist hier alles drauf. Durchs Volumen können wir auch die Leistung nachvollziehen, die Geschwindigkeit nachvollziehen, die in einem Kühlsystem herrschen. Von dem her hat Götz das Richtige gemacht, so viel Oberfläche rein wie möglich, einen vernünftigen Kompressor, der Leistung hat, weil es hat hier keinen Sinn, einen Kompressor einzusetzen für den Tiefkühler mit R600, wo wir kaum die minus 20 Grad erreichen. Götz hat ja nicht nur ein Tiefkühlsystem, er hat auch ein Kühlsystem und da hat er Umluft. Die meisten Kühlschränke haben keine Umluft, die haben, muss ich so einen Kühlschrank organisieren. Hier habe ich ein leeres Gehäuse, hier habe ich dann ein Eisfach, das hat Götz nicht, weil er hat ja einen Tiefkühler und hier drin sitzt eine Verdampferplatte. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich bei Haushaltskühlschränken wird hinter dem Kunststoff auch solch eine Schlange aufgezogen. Das heißt, die Fläche, die ich hier reinsetzen kann, ich sage mal hier 40 mal 40, das ist das, was ich hinkriege an Fläche. Das andere Möglichkeit, ich habe hier einen Verdampfer, der ist 39 x 39. Ich setze den hier rein. Da habe ich diese Verdampferfläche als Verdampfer. Da ich aber die nicht an die Wand setze, sondern hinten hin, also ein bisschen distanziert, habe ich die Fläche vorne und habe die Fläche hinten. Das heißt, ich habe die doppelte Fläche, wie wenn das hinter dem Kühlfach liegt. Wenn ich so einen offenen Verdampfer reinsetze, habe ich zwar doppelt so viel Fläche. Das heißt, ich kann diese Temperatur von Kältemittel auch wieder anheben. Aber ich habe da hinten eine Schmutzfalle. Nur, ich sage mal immer, ich habe schon viele Kühlschränke gesehen. Ich habe schon Kühlschränke gesehen, die haben gelebt innen drin. Da haben die Leute ihre Lebensmittel drin. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ich nehme Umluftverdampfer. Das heißt, ich nehme so einen Lamellenkühler, setze den hier rein und setze einen Lüfter daneben. Ohne Lüfter geht es nicht. Jetzt, wenn ich diese Fläche hier nehme, wo der Wärmeaustausch stattfindet, kriege ich hier über einen Quadratmeter hin, bei der kleinen Fläche. Der Nachteil ist, bei diesem Element sind die Lamellen fast zu schmal. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen Eis ansetze, dann wird uns das Element zufrieren und es wird keine Luft mehr durchgehen. Aus diesem Grund wird dann das zwangsgesteuert abgetaut. Das heißt, wenn die Temperatur im Kühlschrank erreicht wird, läuft der Lüfter weiter. Der muss immer laufen, dass die Luftzirkulation immer läuft und dann wird das abgetaut. Nachteil ist, ich kann damit nicht unter 0 Grad fahren, sondern ich muss bei plus 2 Grad bleiben. Beim Kühlschrank ist okay. Weil wenn ich unter 0 Grad fahre, dann wird hier nicht mehr abgetaut. Das Element wird sich jetzt nicht eignen für Götzes Kühlschrank, weil da sind die Lamellen zu schmal. Bei dem hier, da sind die Lamellen breit auseinander, da kann ich auch mal ein bisschen Eis aufsetzen, nur das Teil kriege ich nicht rein. Aber da gibt es auch Zwischenlösungen. Von dem her, so ein Lamellenverdampfer, der hat natürlich wesentlich mehr Oberfläche,
als sowas hier oder hinten berührt. Wenn ich auch mit dieser Temperatur dann bei einem Lamellenverdampfer kann ich auf 0 Grad arbeiten. Das heißt, wie wir vorher gesehen haben, Kühlaggregat, das gleiche. Ich habe 0 Grad im Kühlelement, Kältemitteltemperatur. Und ich habe hier wieder 35 Grad, wie vorher erwähnt, dann habe ich nur eine Differenz vom Kühlsystem zum Hochzupumpen von 35 Grad. Das heißt, ich brauche weniger Energie. Und ich habe mehr Leistung, kann ich zwar mit einer stärkeren Kühlmaschine ausgleichen, aber der Energieeffizienz wird dann wesentlich besser, je weniger, dass ich Höhe rauspumpen. Wenn ich einen Haushaltskühlschrank habe, der hinten dran berohrt ist, ja, dann habe ich ja oben den Tiefkühler, der arbeitet. Wenn ich nur zwei Seiten habe, vielleicht bei minus 25 Grad oder vielleicht auf minus 30 Grad, das Kältemittel geht dann hier im Kühlschrank runter und die Kältemitteltemperatur beim Haushaltsgerät ist natürlich dann auch minus 30 Grad, weil ich kann auf dem Kühlsystem in einem Verdampfer, was in einem Zonen ein Kompressor-Kühlschrank hat, habe ich nur einen Verdampfer. Und da zwei Temperaturen hinzukriegen, ist, es geht, aber das könnt ihr vergessen in dem Sektor. Ich arbeite dann hier mit, sagen wir, minus 25 Grad. Bei Götzes Kühlschrank mit seinem Wärmetauscher hier arbeitet er im Kühlschrank bei 0 Grad. Wenn ich natürlich bei minus 25 Grad arbeite, weil ich diese Temperatur auf dem Kältemittel habe, habe ich einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Das hat Götz behoben, weil er eine separate Kühlmaschine hat, einen Umluftkühler und durch das eine hohe Temperatur im Kühlsystem, durch das einen guten Wirkungsgrad. Könnte man auf dem HaloP-Diagramm, also auf dem Kältemitteldiagramm, alles sauber rauslesen, alles rausrechnen. Es gibt die mittlerweile digital, da kann man noch höhere Effizienzen rausziehen. Aber so ein Standardkühlschrank, der muss ja nicht effektiv sein, damit du sowieso beschissen. Dann kommt die Leute, ja, meiner ist Energieklasse A oder sowas. Ja klar, früher hatten wir noch A, viermal Plus. Wenn ihr beim Kühlschrank gibt es ja die deutsche Industrienorm 153, das ist DIN-Norm 153. Da wurde der Verbrauch von einem Kühlschrank ermittelt. Der wurde einfach über längere Zeit laufen gelassen und da hat man gemessen, was so ein Kühlschrank braucht. Punkt. Annähernd die gleichen Werte kriegt ihr, wenn ihr einen Kühlschrank bei plus 25 Grad Außentemperatur laufen lässt, bei 5 Grad Innentemperatur, also Solltemperatur 5 Grad, dann kriegt ihr den gleichen Wert hin wie DIN. Ist irgendwo realistisch, da könnt ihr auch einen Stromzähler nehmen, bei eurem Haushaltskühlschrank hinten einstecken und den mal über 2-3 Monate laufen lassen. Und dann kommt ihr etwa auf den DIN-Wert. Heute haben wir ein EN, also EU, europäische Normen. Und dieser Wert ist beim gleichen Kühlschrank rund 30% tiefer als der DIN-Wert. Oder dieser Wert 5 Grad innen, 25 Grad außen. Der DIN-Wert wurde verboten, den darf man nicht mehr angeben, sondern nur noch den neuen EN-Wert. Und ihr könnt dann euren Stromzähler nehmen, am Kühlschrank einstecken, erreicht diese Werte nicht, die dieser Kühlschrank hat. Oder auf dem Tippenschild angegeben wird. Also ihr werdet da grundsätzlich beschissen
Und wenn dann jemand sagt, ja, mein Haushaltskühlschrank hat A, was hat denn der? Das interessiert doch keine Sau. Wichtig ist, wie viel Strom das er braucht. Und beim 12-Volt-Kühlschrank ist es wichtig, dass er die Temperatur hinkriegt. Und mit zwei BD80-Maschinen kriegt das der Götz hin. Müsst ihr keine Angst haben. Da könnt ihr bei 40 Grad Außentemperatur, kriegt ihr die Leistungen noch hin. Der hat so viel Dampf und Reserve. Und dann ist es auch wichtig, wie lange hält meine Batterie? Wie lange kann ich mit dem Kühlschrank stehen? Ich habe ein Wohnmobil, hat von mir aus, wir nehmen jetzt nicht einen großen, wie Götz hat, sondern so einen kleinen, so einen 3,5-Tonner, was sehr viel verbreitet ist. Wenn ich da 100 Amperestunden Batterie drin habe und ich habe einen Kühlschrank, der braucht 2 Ampere, dann weiß ich, da kann ich 50 Stunden stehen. Das sind 2 Tage. Habe ich einen Kühlschrank, der nur die Hälfte brennt, dann kann ich ja 4 Tage stehen. Das ist das Argument, wie viel Strom das ich brauche. Nicht wie viel Watt und so, wie viel Kilowatt das ein Kühlschrank im Jahr braucht. Wisst ihr, was ein Kilowatt ist? Müsst ihr mal einen von der Nordseeküste fragen. Ein Kilowatt ist ein Kilo Nordseeschlamm. Ein Kilowatt. Nee, Spaß beiseite. Der Götz mit seinen 2 Kühlsystemen hat es absolut richtig gemacht. Und der Kühlschrank ist eigentlich zu günstig. Ich hätte geschätzt, der Kühlschrank kostet im Verkauf um die 4.000, 3.999 oder sowas. Weil Götz zahlt darauf, weil er in China gefertigt wird, 4,5% Zoll. Wenn er Pech hat, 6,5%. Dann müsst ihr die komische Märchensteuer bezahlen. Oder Götz führt die natürlich ab. Das ist 19% in Deutschland. Schweiz haben wir 8,1. Dann die CO2-Äquivalent-Steuer. Das ist bei dem Kühlschrank, weil Götz jetzt auf das R290 geht mit dem GWP von 3 relativ tief, das sind ein paar Euro, ist also nicht erwähnenswert. Es gibt ja jetzt neu, ich habe dazugelernt, ich mache jetzt seit 50 Jahren Kältetechnik, jetzt gibt es den GWP, Gehirnwäscheprogramm, Global Warming Potential. Das GWP gibt es jetzt auch ein GWP 20 und ein GWP 100. Und das neue Kältemittel, was wir jetzt einsetzen, zum Beispiel bei den neuen Kompressoren von Secop, das ist so ein Nano, da ist R600A drin. Das hat ein GWP 100 von 0. Ich weiß nicht, wie ihr auf die Werte kommt. Also wenn ihr einen Kühlschrank von Götz, schlagt zu, weil der ist kostengünstig. Ich weiß, was Kühlschränke kosten. Ich weiß, was der Import kostet. Ich weiß, was die Entwicklung kostet. Den Chromstahltank geschweißt. Da habe ich jetzt Angebot gekriegt für einen Schocktest. Also hat auch hier Götz einer angefragt, er möchte so einen Kühlschrank bauen. Nur ich habe den Kunden schon gekannt. Wir machen schon seit Jahren was für die. Wird der Kühlschrank, wenn er dann fertig ist, nicht so wie hier leer, wird er auf den Rollwagen geknallt und dann gegen die Wand gefahren und schauen, ob da alles hält, ob die Schweißnähte brechen und so weiter. Aus diesem Grund ist der durchgehend geschweißt. Also so eine Box, die kriege ich nicht für 100 Euro in China. Dieser Test für diese Box hier, einmal gegen die Wand fahren, dann ist die Kühlbox kaputt, kostet 50.000 Schweizer Franken. Haben einen Kunden offeriert, der will das, ja, vielleicht testet man da noch 2 Sachen mit oder das Auto gerade mit, je nachdem. Ja, Punkt. Da gibt es Normen, Zertifizierungen und so weiter. Sobald ich eine kleine Serie baue, brauche ich diese Normen und dann hat sich's.
Hier. Habe ich letzte Woche ein Video gemacht über die Entwicklung von den Kompressoren. Zieht's euch rein. 50 Jahre Geschichte, oder nee, doch, 50 Jahre Geschichte, Entwicklung von den Secop-Dampferskompressoren. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.